Das Tier im Anlass, eine Aktion des Tierschutzvereins für Gelsenkirchen. Und jetzt geht's los. Ja, und hier sind wir schon bei das Tierheimer Anders in der zweiten Staffel aus dem Kleintierhaus. Ja, wo stehe ich hier? Vor einem grünen Gewächs. Es gibt Formate, da werden Topgirls gesucht. Ja, was soll ich sagen? Bei uns wachsen sie in den Sträuchern, denn das ist eine Topgirl-Paprika. Wer sie nicht kennt, googelt mal nach. Bei uns wachsen sie zum Verzehr unserer Tiere. Und damit begrüße ich euch zum... zur zweiten Sendung, das Tierheimer Anders aus dem Kleintierhaus. Und wir haben Herrn Jolli zu Gast. Wer das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mal mit. So, der Hinweis hier mal wieder, der Mike hinter der Kamera, aber auch der Kleintierexperte. Das heißt, die Stimme aus dem Hintergrund ist dann der Mike wie gewohnt. Der Herr Jolli ist ein Abgabekaninchen. Genau. Was kannst du uns erzählen zu Herrn Jolli? Ja, der Herr Jolli... wurde wegen Überforderung bei uns abgegeben. Okay. Und den haben wir dann natürlich aufgenommen, haben wir erstmal unserem Tierarzt vorgestellt. Ja. Der Herr Jolli soll um die 3 Jahre ungefähr sein, wurde von uns frisch kastriert und auch geimpft. Der ist gegen Myxomatose RHD1 und RHD2 geimpft. Sehr handzahm anscheinend. Ja, der ist sehr neugierig, ist mit Kindern aufgewachsen, also das kennt er alles schon. Okay. Hat sich da auch immer streicheln lassen und beschmusen lassen. Da möchte ich nochmal deutlich sagen, ein Kaninchen ist definitiv kein Kuscheltier. Ja, na klar. Wenn man das so macht, wie der André das jetzt gerade gemacht hat, man kniet sich hin, man hält mal die Hand hin. Wenn das Tier dann kommt und schnüffelt und auch nicht abhaut direkt bei nach dem Schnüffeln, dann kann man mal vorsichtig versuchen, dieses Tier dann zu streicheln. Mhm. Und wenn das Tier das zulässt und merkt, okay, das empfinde ich jetzt als schön, als angenehm, dann darf man das selbstverständlich weitermachen. Das ist jetzt kein Verbot, dass man niemals ein Tier streicheln soll. Dann, wenn das Tier das mag, sehr gerne. Man sollte das Tier definitiv niemals einfangen und gezwungenermaßen streicheln. Ja. Sobald die den Kontakt zum Boden verlieren, ist für die meisten Tiere sowieso nicht gerade sehr schön. Wenn sie auf den Arm genommen werden. Und also wenn sie von sich aus gestreichelt werden möchten und dann auch ankommen oder auch mal auf die Couch zu Hause hüpfen und dann gestreichelt werden möchten, natürlich ist das super schön für das Tier, nur nicht bitte hochheben und ich sag mal das Streicheln erzwingen. Ja, jetzt ist es so, dass ganz viele Kinder ja auch sagen, wir hätten gern ein Kaninchen, wir hätten gern ein Hamster, Maus, Ratte, Meerschweinchen. Ist es so, dass man den Vergleich, so, ich sag mal so ein Hamster lebt im Terrarium, ein Kaninchen ist ja eher ein Tier, was schon Auslauf haben sollte, was im besten Fall ja auch nach draußen sollte im Sommer. Wie kann ich meinem Kind denn plausibel machen, das ist ein Kaninchen, damit kann man nicht den ganzen Tag auf dem Arm rumlaufen? Ja, also... Was empfiehlst du da? Ja, also man muss sich natürlich erstmal im Klaren sein, so ein Tier bringt Arbeit mit sich. Wir haben da natürlich Freude dran, sonst würden wir den Beruf nicht ausüben. Und das ist natürlich für so ein Kind erstmal nicht zu begreifen. Man sieht erstmal dann, das ist das kleine, süße Tier, was man dann natürlich unbedingt haben möchte. Wenn die Eltern dann da zustimmen und ich sag mal jetzt auch, mein Kind bekommt alles nach dem Motto handeln, dann weiß ich schon, okay, entweder zieht das Kind das jetzt wirklich durch und meint das ernst, dann kann das natürlich auch eine schöne Haltung werden. Aber in den meisten Fällen geht das nach hinten los. Und ich sag mal, so ein Tier landet dann mal schnell bei uns oder wird im schlimmsten Fall auf irgendwelchen Internetportalen angeboten. Ja. Und wenn ein Kind wirklich Interesse zeigt an Kleintieren und sagt, ich möchte das wirklich halten, dass das keine Entscheidung ist, die treffe ich jetzt von heute auf morgen, empfehle ich immer mit einer Ratte anzufangen. Ratten können sehr, sehr handzahm werden. Mhm. Man ist jetzt nicht für 10 Jahre an eine Pflicht gebunden. Ich muss jetzt 10 Jahre lang jeden Tag das Tier füttern, das Gehege, den Stall oder das Gehege sauber machen. Eine Ratte lebt 2-3 Jahre. Okay. Das ist der, finde ich, der beste Einstieg in eine Haustierhaltung, wenn man sich natürlich in diese Richtung Tiere interessiert. Und Ratten sind auch super intelligente und neugierige Tiere. Und würde ich, wenn, empfehlen, wenn jemand sich oder ein Kind sich für Tiere interessiert oder für Kleintiere interessiert.
Okay. Ja, wenn Sie Interesse haben, Herrn Jolly aufzunehmen, es gibt so ein bestimmte Richtlinien, die man so ein bisschen beachten sollte, können Sie auch dann einmal online nachschauen. Bei Google TVT Kaninchen eingeben, da kann man so ein bisschen die, ich nenne sie mal Regeln lesen, wie ist ein Kaninchen zu halten, was muss es fressen, alles das, was mit dem Kaninchen zu tun hat, gibt es in abgespeckter und kurzer Form dort zu lesen oder aber auch bei uns. Unter 0209 72241 beantworten wir jedem sehr gerne die Fragen. Jetzt ist es so, ich habe euch eben hier die Top Girl Paprika einmal gezeigt. Habe euch auch gebeten, einfach mal zu googeln, damit ihr wisst, was ist es, wie sieht es aus. Bei uns ist das so, das ist wahrscheinlich auch nur speziell hier bei uns im Tierheim. Wenn man da so ein bisschen dran reibt und einmal so macht, landet man im Studio bei uns und dann gibt es noch ein paar weitere Informationen. Ich würde das jetzt einmal machen, beam mich einmal rüber und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und da sind wir schon zurück bei das Tierheim mal anders. Hier jetzt im Studio ist euch bekannt. Einmal verweise ich auf unseren kleinen Monitor, unseren Edgar. Dürfte der ein oder andere von euch schon kennen. Edgar sucht immer noch einen festen Platz, denn die Pflegestelle, wo er jetzt sehr, sehr gut aufgehoben ist, von hier aus, auch vom gesamten Team, liebe Grüße dorthin, wird die Pflegestelle ja spätestens im Januar aufgelöst, denn die Familie zieht aus NRW in ein anderes Bundesland und dort sind eben die Gegebenheiten nicht mehr für die Haltung von Edgar. Deswegen, bitte, bitte, schaut euch um, fragt nach, hört nach, auf Bauernhöfen etc. Wir wollen, dass Edgar einen tollen Platz bekommt, wo er dann die nächsten Jahre bleiben und leben kann. Das zum Einstieg. Ja, warum sind wir hier? Warum haben wir dieses Rentier Elch hier auf dem Tisch liegen? Ganz einfach, das Jahr, das, ich nenne es mal, ja, verflixte, verrückte Jahr dieses Jahr mit Corona, Schließungen, Einbußungen. Jetzt sind wir am Ende des Jahres 2020 im November. Nun ist es eigentlich so, dass bei uns alljährlich der Tiergottesdienst stattfindet, an dem wir immer einen Pfarrer da haben mit Unterstützung, wo die Tiere dann einmal gesegnet werden, wo es so ein bisschen einen kleinen Gottesdienst gibt mit Tieren. Dieser, dürfen wir euch hier vorweg schon so ein bisschen versprechen, wird einmal online gestaltet. Das heißt, wir laden den Pfarrer und die Marion zu uns ein und werden dann den Segen über YouTube dann so ein bisschen weitergeben. Aber auch unser Nikolaus wird in diesem Jahr wiederkommen, da er euch dann nicht persönlich die Hand geben kann und das ein oder andere Wort wechseln kann. Fänden wir es natürlich toll, wenn ihr eure Wünsche oder Grüße einmal rüberschickt. Der Nikolaus wird sie dann Ende November, Anfang Dezember, der Termin steht eben noch nicht fest, da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen. Das Studio wird noch so ein bisschen weihnachtlich umgestaltet. Und dann werden wir den Nikolaus und seinen Engel begrüßen und eben auch den Pfarrer und die Marion. Und dann werden wir das Ganze einfach übers Video online machen. So könnt ihr dran teilhaben und das Ganze findet statt. Was kommt in der kommenden Zeit? Das Tierheim bleibt natürlich weiterhin geschlossen. Wir können aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht öffnen. Vielen Dank auch für die ganzen Anrufe und die ganzen Nachfragen, die ihr habt. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr nachfragt. Wir freuen uns auch immer über ehrenamtliche Hilfen. Nun ist es so, ich würde es hier einmal noch wiedergeben, dass wir derzeit nur Stammausführer und Stammschmuser auf das Gelände lassen können, denn die kommen nicht in Kontakt mit uns Pflegern. Hat den Hintergrund, sodass wir immer versuchen, die Abstandsregelungen einzuhalten, sodass niemand von uns hoffentlich mit dem Coronavirus infiziert wird und die Pflege der Tiere sichergestellt ist. Wenn ihr Wünsche, Grüße über den Nikolaus ausrichten lassen wollt, könnt ihr dies natürlich sehr gerne tun. Schreibt unter die Kommentare einmal und wir würden uns dann bei euch melden und dann könnt ihr uns die Dinge rüberschicken. Wir machen das dann fertig für den Nikolaus und dann denke ich und hoffe ich, dass wir alle eine gemeinsame, schöne
Weihnachts-Video, ich nenne es mal Kette, haben werden. Das Ganze wird natürlich nicht in einem Video passen. Es werden 2 bis 3 Videos werden. Es soll natürlich auch schön werden für alle, für was dabei sein. Wir begleiten euch so ein bisschen in die Adventszeit und werden auch noch so ein paar Dinge übers Wichteln. Ihr habt Jasmin und Pauline kennengelernt. Zeigen. Ich will auch gar nicht zu viel quatschen jetzt. Freut euch einfach aufs nächste Mal. Es wird sehr interessant, denn dann sind endlich wieder die Hunde am Start. Freut euch. Bis dann. Ciao.